Wenn Fans und Mannschaft eine Einheit sind und die Region hinter der Mannschaft steht, dann ist es einfacher. Und was jetzt zählt, ist wirklich die tägliche Arbeit. Und dass wir mit Leistung, mit Leidenschaft die Spiele angehen und dann versuchen auch entsprechend auch positive Ergebnisse zu erzielen. Und dann wird es Stück für Stück dann auch besser mit den Fans, weil die sind ja an sich erstligareif, sie sind toll. Sie werden sicherlich auch, wenn der Funke muss ja von der Mannschaft überspringen, werden sicherlich auch das eine oder andere vergessen, was sie der Mannschaft übel genommen haben und wieder voll hinter der Mannschaft stehen. Alle sind sehr motiviert, ist ja immer klar beim neuen Trainer und so. Der arbeitet extrem strukturiert, also hat genau seinen Plan, den er hat. Und ich denke, dass er das auf die Mannschaft gut übertragen kann und es ist dann für alle ganz gut.